Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial-Part von Blubbecher Gaming TV. Ja, ich bin wieder aus dem Urlaub wieder da. Also es kommen jetzt wieder aktuelle Videos, meine vorbereiteten Videos sind jetzt alle draußen. Und ich habe immer überlegt, was ich denn so aufnehmen könnte. Auch im Urlaub habe ich das so überlegt. Und das ist mir eingefallen, dass ich mal so Plugins und Befehle vorstelle. Und ich bin jetzt im Singleplayer, das heißt keine Serverbefehle, sondern Server mache ich halt nur die Plugins. Und vielleicht auch da mal ein paar Befehle, aber jetzt bin ich im Singleplayer die erste Folge mal und mache da mal zwei Befehle. Und ich will jetzt nicht so lange rumquatschen. Zwei Befehle sind einmal der Slash Effect und der Slash Enchant Befehl. Und ich habe mir da unten schon ein paar Items hingelegt, die wir dann später gebrauchen werden. Nee, ich will die Rüstung jetzt nicht anziehen, das ist nicht der Sinn. So, gut. Fangen wir mit dem Slash Effect an. Ihr findet unten in der Videobeschreibung zwei Links zu zwei verschiedenen Seiten. Einmal zur Effekte-Seite und zwar einmal zur Enchant-Seite. Von der Minecraft-Wiki eigentlich, oder obwohl das eine eigentlich ja so Minecraft-Forum ist. Aber egal, da steht halt das drin. Ja. Fangen wir mal mit den Effekten an. Wie schon angegeben, muss man den Effekt eingeben und dann natürlich Player mit dem Auto, Verforschungsmodus Tab, weil einer das nicht wusste. Tja, da hat der liebe Paul mal drauf geantwortet. Ja, also auch nochmal danke an Paul, weil ich halt nicht antworten kann. Konnte. Jetzt kann ich nicht antworten. Slash Effekt, Drache, 44 mit Autokorrektur. Und jetzt kommt der Effekt. Jetzt geht ihr auf diese Minecraft-Seite, Status-Effekt. Und jetzt guckt ihr, welchen Effekt ihr haben wollt. Ob ihr Speed, Slowness, Haste, Mining, Fatigue, das heißt, ihr könnt langsamer abbauen, 20% langsamer. Also der Arm swingt lower. Dann Stärke, mehr Herzen. Damage Instant, also dann verliert ihr direkt ihr Leben. Jump Boost, Nausea, also dieser komische Effekt, wenn man so Wii U so besoffen ist. Regeneration, Resistenz, Fire Resistenz, Water, Bathing und ihr könnt halt alles durchgucken, sind ein paar Dingser. Jetzt kommt ein Hund angelaufen. Gut, ich würde sagen, fangen wir mal mit Speed an. Also ist das 1. Und jetzt die Seconds. Ich sag mal jetzt 10 Sekunden. Und wie stark? Ich sag mal Jump 2. Ja, okay. Damit man so ein bisschen merkt, 5. So, jetzt habe ich für 10 Sekunden Jump 5. Speed 5 meine ich. Ja, und jetzt kann ich richtig schnell laufen. Ich drücke noch nicht mal die Sprint-Taste, wenn ich jetzt sprinte. Oh. Jetzt muss ich das nochmal machen. Das ist ohne Sprinten, jetzt mit Sprinten. Obwohl, jetzt macht sich da, glaube ich, gar nichts. Nee. Doch ein bisschen. Also, das ist jetzt mit Sprinten. Das ist ohne Sprinten. Okay. Ist vorbei. Ihr habt es gesehen, ich kann auch auf 15 Sekunden. Dann habe ich jetzt 15 Sekunden Speed. Das ist jetzt mit Sprinten. Und dann hat man so ein bisschen Speed. Jetzt zum Beispiel können wir jetzt nicht hoch. Das ist perfekt. Dann geben wir uns Effekt. Effekt. Drache. Den Effekt. Wo haben wir den Effekt? Genau. 8. Das könnte ich auch fast auswendig wissen, weil ich den öfter benutzt habe. Oder öfter benutze. Geben wir den auch mal 15 Sekunden und auch 5. Wir können jetzt richtig hoch springen. Und über alles drüber. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier auf diesem Baum hier hoch. Richtig hoch. Also gut auch für Adventure-Maps zu machen. Geht natürlich auch im Multiplayer. Ich glaube, dieses das Video, was 1000 Aufrufe hat. Also vielen Dank für 1000 Aufrufe auf diesem Video, wie man so diesen Namen über den Kopf färben kann. Ich wusste, dass das... Also, ja. Also vielen Dank dafür. Das geht, glaube ich, auch nur im Multiplayer, weil so viele, also ein paar, haben damit Probleme. Ja. Und ich bedanke mich übrigens auch nochmal für 76 Abonnenten. Stand seit gestern. Ich habe heute noch nicht drauf geguckt. Heute haben wir 10 Uhr morgens. Ich bin gerade eben erst aufgestanden. Sind natürlich auch noch die Ferien, ne? Ist gut. Gut. Jump-Effekt habt ihr jetzt auch gesehen. Und dann kann man halt auch Nausea drauflegen. Machen wir mal den neuen. Ich habe auch keine Lust, 15 Sekunden davon zu machen. Sondern mal nur 5 Sekunden. Wird mir ganz üblich, obwohl das bringt, glaube ich, gar nichts. Machen wir mal
10. Mir wird ganz besoffen von diesem Mülleffekt. Und wenn man dann noch ganz fies ist, kann man dazu dann nämlich noch auch noch 15 drauflegen. Und 15. Ne, hier muss man die 15 eintragen. Blind. Man ist blind und dann noch Nausea. Das ist so besoffen. Ich hab mal letztens ein bisschen angefangen, Plugins zu programmieren. Oder habe aber wieder aufgehört, weil es einfach extrem schwierig ist. Oder ich war einfach zu blöd, blind Klammern zu setzen. Dass das Ganze immer nicht funktioniert. Ich habe ein Plugin oder zwei Plugins fast hinbekommen. Ein Plugin, da konnte man /Alkohol eingeben und dann bekam man diese zwei Effekte, Nausea und Übelkeit. Und das /Alkohol ging der Effekt, das konnte das /Alkohol. Ja, und dann bekamst du so die zwei Effekte und dann Alkohol, das war mein Plugin. Nicht so wow. Aber was ich auch nochmal ausprobieren will, ist die 14. Ich bin unsichtbar. Ist jetzt kein Vanish auf Servern, sondern man sieht das, was man in der Hand hat. Das sieht man immer noch hier. Aber man sieht einen komischen Block rumschweben. Das sieht sehr witzig aus. Tja. Das ist der Unsichtbarkeitseffekt. So, gut. Ich bin jetzt wieder nicht mehr unsichtbar. Dann Night Vision kann man jetzt nicht ausprobieren. Ihr habt die Effekte-Seite. Ich werde jetzt nicht so lange rumlabern, sonst ist die Folge wieder zu lange. Gut, das war die Effekte-Seite. Effekte wieder weg. Und jetzt kommen wir zum. Oh, Enchanten. So. So, perfekt. Also. Kommen wir zum Enchanten. Die nächste Seite, den nächsten Link öffnen und dann sieht man, aber wir müssen auch wieder eine ID angeben. Enchant Drache. Also erstmal /Enchant, dann wissen wir, was wir eingeben müssen. Genau. Usage /Enchant. So, dann der Drache mit Autokorrektur mit Tab. Enchantment ID. Das ist die ID, die wir jetzt wissen wollen. Und weil wir jetzt einen Schritt in der Hand haben, müssen wir unter Weapons gucken auf dieser Enchantment ID-Liste. Und da sieht man Sharpness, Might, Bane of Entropods, Knockback, Fire Aspect, Looting und Unbreaking. Gut, ich würde mal sagen, tun wir mal Knockback und Sharpness drauf. Sharpness ist 16. Und das Level, man kann höchstens 5 machen, also 5. Wenn man jetzt 10 machen würde, steht da, muss mindestens 5 sein. Gut. Dann haben wir schon mal Sharpness drauf, das blinkt schon. Und dann tun wir noch 19 drauf, Knockback und davon auch 5. Ach, da kann man nur 2 machen, auch sehr interessant. So, jetzt haben wir Sharpness 5, Knock mit 2. Und dann würde ich sagen, komm noch, lass mal Flame machen. Kann man da dann wenigstens 5? Nein, da muss es 2 sein. Gut, ihr werdet das schon sehen. Ich würde sagen, wir versuchen das beim nächsten Mob mal. Spawns. Das habe ich alles auf Englisch gestellt. Komm, bei wem probieren wir das mal? Komm, beim Horse. So. So, das ist aber ein sehr schönes Horse. Wumm. Ja, und jetzt brennt es. Jetzt ist es mit 2 Schlägen tot. Nochmal eins, damit wir es in die Richtung wegnocken können. Und nochmal zack, tot. Okay. Das war unser Schwert. Brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Jetzt wollen wir unsere Rüstung entscheiden. Da müssen wir jetzt unter Armor gucken. Ich würde sagen, wir tun da auf jeden Fall überall Protection. Und auf die Schuma Feather Falling drauf. Und mal ein Aqua Affinity. Das können wir auch mal auf dem Helm machen. So. Also /Enchant Drache. Dann. Das war ja die ID, die jetzt kommt. Und das war einmal. Also 0. Und. Tun wir mal, geht 5. Nein, 4. 4. Und man muss das Item in der Hand halten, was man enchanten will. Also so, dann wieder so und so. Jetzt haben wir überall Protection 2 Protection 4 drauf. Dann tun wir auf den Helm. Tun wir dann noch 6 und 1. Dann haben wir da noch Aqua Affinity drauf. Und da tun wir die 2 drauf.
Ich muss das mal ausprobieren mit 5, aber wahrscheinlich wird er auch nur 4. So, genau, jetzt haben wir da Feather Falling und Protection 4 drauf. Das können wir schon mal so anziehen. Mal sehen, ob wir da noch was drauf machen können, aber es bringt jetzt uns nicht wirklich viel. Also, da haben wir unsere Rüstung. Game Mode 0. Genau. Probieren wir mal Feather Falling aus. Feather Falling macht weniger Fallschaden. Man kann sich jetzt. Ach komm. Man kann sich jetzt voll hochbauen. 24 Blöcke kann man, glaube ich, ohne. 24 Blöcke kann man ohne Feather Falling, ohne zu sterben, runterfallen, ohne Rüstung. Jetzt machen wir Game Mode 0. Jetzt haben wir keine Ahnung, wie viele Blöcke. Auf jeden Fall habe ich Feather Falling 4 drauf. Mal gucken, ich springe sogar noch. 1,5 Herzen von da oben. Von ganz da oben, 1,5 Herzen. Wegen den Diamantschuhen und Feather Falling. Und ich habe noch nicht mal irgendwas weniger bekommen. Ja. Das ist Feather Falling. Wer es noch nicht wusste. So, und Protection natürlich. Das hat uns jetzt noch ein bisschen. Bisschen was gebracht. Wir können ja natürlich jetzt auch noch Nacht machen, aber ich habe jetzt den Gamer Zack rausgenommen. Also auf jeden Fall Protection, ne? Also. So, auf jeden Fall Enchanten. So, ihr kennt ja die Enchanten. Gut. Machen wir weiter mit der Pickaxe. Da müssen wir unter Tools gucken. Und ich würde sagen, da tun wir auf jeden Fall mal Fortune drauf. Fortune ist geiler. Enchant, wer es nicht weiß, das ist so. Glück, da bekommt man Kohle aus Kohle oder Diamanten mehr raus. Also wenn man einen abbaut, kriegt man vielleicht 5 raus. Weil ich hörte gerade meinen Schrottmann draußen. Der fährt hier rum, schon den ganzen Tag. So. Auf jeden Fall Enchant. Was muss man da machen? Unseren Namen und dann natürlich die ID von der 35 für Fortune. Und dann machen wir wieder 5 und das ist wahrscheinlich zu dick, genau. Also müssen wir wieder 3 nehmen. Das muss man immer ausprobieren. So, jetzt haben wir Fortune 3 schon mal drauf. Und dann möchte ich noch Unbreaking drauf machen. 5 und das Unbreaking ist 34. Muss auch 3 sein, na toll. Ey. So, und dann tun wir dann noch. Skill Touch. Was war nochmal Skill Touch? Mache ich auch mal drauf. 33, 1. Ah, kann ich kombiniert werden? Okay, gut. Dann. 32 auf jeden Fall. 5. So. Fortune Unbreaking Effizienz. Habe ich da 5 drauf gemacht? 32 Effizienz. Ah, Effizienz. Gut. Wollen wir mal Stein abbauen. Und mal Kohle oder sowas finden. Dann gucken wir mal, was denn so bringt. Ach, guck mal, da sind Schafe. Ich gehe mal jetzt in diese kleine Höhle hier rein. Und mache Game Mode 0 natürlich wieder, ne? Game Mode 0. Und gucken, wie schnell die abbaut. Effizienz drauf. Ich möchte jetzt am liebsten ein bisschen Kohle oder sowas haben. Und Fortune, glaube ich, rausbekommen. Das ist Skill Touch, wo man mehr drauf bekommt. Ich weiß gar nicht. Hier muss aber bestimmt irgendwo Kohle sein, oder nicht? Da, Kohle. Ich habe es gefunden. Gefunden. 1. Auch eins. Ich hol da Kamera 2 draus. Ja, da kam jetzt 4 draus, habt ihr gesehen. Ich habe jetzt irgendwie voll wenig abgebaut. Mal sehen. Aus diesen 4, ich baue jetzt einen ab. Da kam auch nur einer raus. Da kamen schon 2 raus, habt ihr gesehen. Also ich habe eben 11 gehabt. Dann habe ich nur 2 abgebaut und habe 18. Gibt mit Diamant genauso. Da habe ich auch nur einen rausbekommen. Da habe ich wieder 4 oder sowas rausbekommen. Also. Das ist Fortune und baut natürlich schnell auf wegen Effizienz. Und ich habe ja noch Unbreaking, glaube ich, drauf. Also das ist eine richtig gute Spitzhacke. Die hält richtig lange und hat richtig gute Effekte drauf. Also das ist der Enchantment-Effekt. Dann können wir jetzt noch den Bogen machen unter Bows. Und dann tun wir, glaube ich, nur Affinity drauf. Da geht, glaube ich, auch nur 1. Das ist was, ne? Hat ja Sinn. 51. So, haben wir schon mal Affinity drauf. Dann tun wir mal Flame noch drauf. Flame ist 50. Muss auch nur 1 sein. Und Power ist 48. Und dann haben wir 48. Und dann haben wir jetzt einen schönen Bogen. Und der hält auch lange. Also der eine Pfeil, den ich hier nur drin habe, der hält die ganze Zeit. Und obwohl ich im Survival bin. So. Also ich bin im Survival. Jetzt wollte ich dieses Hühnchen hier mal abschießen. Jetzt ist es in dem Wasser, aber es
Jetzt glaube ich, wird sowieso Stress sterben, was einfach. Und droppt sogar diese schon gebraten, weil wir den halt mit Flame abschießen. Ja. Deswegen, das war's eigentlich. Das war der Enchantment-Effekt und der Enchantment und Effekt Befehle. Genau. Und ich wollte jetzt eigentlich nochmal einen Horst. Komm, lass mal nochmal einen Horst bauen. Ne? Und dann abschießen. Auf jeden Fall mit zwei Schlägen auch tot. Hat jetzt irgendwie nichts gedroppt aus irgendwelchen Gründen. Auf jeden Fall waren das die Effekte. Oder die Befehle, die ich euch heute mal vorstellen will. Das kommt wahrscheinlich in der nächsten Folge. Mal sehen, was wir in der nächsten Folge machen. Da kommt dann einfach mehr Folge. Difficulty, Clear. Das erklärt sich von selber. Da kommt vielleicht die GIF-Command und. Ja. Lasst euch mal überraschen. Play Sound habe ich selber noch nicht so raus. Ja. Genau. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ja, das war jetzt so eine neues Projekt. Neue Playlist wird dafür angelegt. Effekte, Befehle und Plugins. Und genau. Das war jetzt so die erste Folge von ein paar einfachen Befehlen. Die gehen jetzt wahrscheinlich etwas länger. Wie lange haben wir jetzt? Genau, 16 Minuten, 17 Minuten fast. Also vielen, vielen Dank nochmal für 76 Abonnenten. Und dann verabschiede ich mich jetzt von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt was gelernt dabei auch. Gut für Adventure Maps auch, wenn man auf den Command-Block klickt und dann hat man diesen Effekt drauf. Oder da wird einem das enchanted oder sowas. Keine Ahnung, mit Points dann, wenn man das wird, dann kann man dann mit Scoreboard natürlich, wenn man Scoreboard Points sammelt, kann man die halt von abziehen lassen und sowas. Alles gut für Adventure Maps. Kann ich gerne mal auch irgendwann zeigen, wenn ihr mir das mit dem Daumen hoch mir zeigen wollt. Oder in die Kommentare könnt ihr das auch schreiben. Und dann, ja, war es das schon. Ich wünsche vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Es ist ja ziemlich warm. Ich war ja in Las Vegas. Oder was heißt in Las Vegas? In Amerika. In den USA. In der westlichen Region. Da war es richtig, richtig heiß. Das ist ja. Wow, Alter, aber das ist jetzt Nebensache. Gut. Also, viel Spaß beim Ausprobieren und ja, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.